Wir sind hier gerade in Madrid und genauso pulsierend wie diese Stadt sind Leons Bilder. For me, the energy and the art and the life that it portrayed was so beautiful. Und in dem Moment hat mich der Pressesprecher abgeholt, weil der Weg war gerade mal Fußminuten 5 bis 8. Wir waren beim Location angekommen und ich musste mir die ganzen Räumlichkeiten anschauen. Es war eine Riesenhalle und ich musste wissen, wo die Notausgänge sind. Ich musste wissen, Fahrstühle an, nicht an, wo Feuerlöcher stehen und alle möglichen Kleinigkeiten, die man nicht unbedingt im ersten Augenblick betrachtet. Es waren zum Beispiel das Gebäude, erste OG. In Spanien ist alles so wunderschön mediterran. So habe ich gebeten, dass zum Beispiel, weil viele Gäste kommen werden, haben wir die Holzfenstertüren zumachen lassen. So einen kleinen Balkon, das ist ja fast kein Balkon, ist nur Gerüst, wo bei jeder Kleinigkeit man hätte runterfallen können. Weil das zählt ja auch zu unserer Sicherheit, weil alles würde auf unser Auftraggeber zurückfallen. Und so haben wir mit unseren Leuten gesprochen, welche Wege wir gehen, wenn irgendwas passieren sollte. In diesem Fall haben wir die Schutzpersonen nicht zum Veranstaltungsort begleitet, weil das Hotel im Prinzip neben das Location war, wo es stattgefunden haben. Also haben wir draußen gewartet. Und so beginnt für mich als Sicherheitsmann allgemein der Kopf, oh Mist, zu viele Menschen, verschiedene Menschen, weil da ist die Gefahr. Du bist damit beschäftigt, die Autofahrer zu sagen, verpfeift euch. Du bist damit beschäftigt, sogar die Gäste, die auf die Straße stehen, damit denen nichts passiert und wir Ärger bekommen, auch zu sagen, bitte geht auf den Bürgersteig, weil wir in Spanien keine Absperrung bekommen haben, kein Kordel bekommen haben und keine Unterstützung von der Polizei, was manchmal in Europa immer der Fall ist. Und in dem Moment kommt er mit einem grünen Cadillac, also meine Lieblingsfarbe auch noch. Natürlich wie Kennedy ohne Dach. Und natürlich in dem Moment schaue ich, ob Scharfschützen wie bei Kennedy auf dem Dach stehen. Aber da, gut, waren keine leider in dem Moment. Aber nein, Spaß beiseite. In dem Moment kommt er, die Show beginnt auch, die Menschen werden unruhiger, weil jeder möchte ihn anfassen, jeder möchte mit ihm ein Foto machen. Auf was achtest du? Auf Hände, wegen Messer. Auch wenn es ein Kugelschreiber ist, guckst du genau oder bist du in der Nähe dieser Hände, die sehr nah an ihm dran sind. Es geht los, ja, das nächste Land, was erobert wird. Wir fangen an mit Madrid. Das ist Station Number One. Viel Spaß, auf einen wunderschönen Abend. Im Prinzip, wenn die Schutzperson jetzt zum Beispiel seine Sachen macht, der muss sich auf mich verlassen. Der muss in dem Moment wissen, mir kann nichts passieren, der ist frei, weil er guckt nicht nach links und rechts. Er weiß, okay, mein Personenschützer oder mein Bodyguard steht neben mir bzw. hinter mir, bloß an der Seite. Und meine Aufgabe ist so, dass ich immer den Raum im Blick halten muss. In diesem Fall war es so, dass neben uns auf die Bühne, das war ja keine Bühne, sondern es war eine Treppe, wo man zur anderen Etage hochgeht. Und so stand ich da, dass ich immer den ganzen Raum oder die meisten Menschen im Blick habe. Aber auch gleichzeitig, dass keiner von oben, von der Galerie was runterschmeißt. Das kann nicht mit Absicht sein, vielleicht ein Glas runterfällt. Und mir ist wichtig, dass ich, wenn sowas passieren sollte, angreifen muss oder reagieren muss, dass ihm nichts passiert oder dass er nicht getroffen wird von irgendwas. Und in dem Fall hatte er noch dazu Stressfaktor noch mal höher, weil er auch noch seinen Freund David Garrett eingeladen hat, der berühmte Geigenspieler, dass er für ihn spielt. Und da war natürlich die Spannung noch viel, viel größer und die Konzentration doppelt und dreifach. Ich kann ja nicht sagen, ich bewache jetzt Leo Löwentraut, aber der andere Superstar, der da ist, der sein Freund ist und sagt, der ist mir egal. Das Problem ist, die Verantwortung habe ich für alle. Wenn ein berühmter Typ wie David Garrett angefasst wird oder aus Versehen seine teure Geige runterfällt, das ist natürlich nicht gut, weil dann heißt es für uns, wir haben verkackt. Und das wollten wir nicht. In dem Moment gab es ja nicht nur geladene Gäste, sondern es dürften auch fremde Menschen rein. Und da ist nochmal Gefahr, dass man sagt, wer weiß gar nicht, wer jetzt reinkommt oder nicht reinkommt.
Jetzt ist die Veranstaltung vorbei, jetzt sind die Gäste befriedigt. Dann hat es mit vielen Veranstaltern zu tun, beziehungsweise mit vielen Schutzpersonen zu tun, ob das Management eine Party macht oder auf der Showparty nennt man das. In diesem Fall hat Leon und seine Familie gewisse Gäste zum Essen eingeladen. Und warum sowas, meine lieben Freunde, warum sowas nicht oft gesehen wird? Weil in dem Moment, wenn eine Veranstaltung oder ein Auftritt oder Preisverleihung oder alles, was mit rotem Teppich zu tun hat, vorbei ist, gibt es diese Art After-Show-Party. Manche zum Beispiel, das sind Kamera, wenn es gerade um Fernsehen geht oder irgendwas, sind Kameraleute immer dabei tatsächlich. Und manchmal ist es so, dass die Leute gar nicht Leute mit Kamera wollen, weil die wollen ihre Ruhe und weil es familiär wird. Und deswegen empfehle ich sogar manchmal meine eigenen Leute, für die ich arbeite, hör mir erstmal an, wer alles als Gast eingeladen ist oder wenn es familiär zu familiär ist, dann sagt man, ey, alle Kameras verbieten bzw. die Presse gar nicht einzuladen. Und das ist auch eine Art von Sicherheit gegenüber den Arbeitgeber oder Auftraggeber. Vielen Dank an euch alle, Freunde. Und zum Schluss natürlich vielen, vielen Dank an Leon. Er ist nicht nur mein Freund und mein Bruder, er ist auch mein toller Arbeitgeber. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen, lieber Leon. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass wir im Job drehen dürfen. Und ich habe Gott sei Dank viele korrekte Menschen um mich herum, die mir vertrauen. Vielleicht haben wir Glück und ich darf mit denen auch drehen. Euch zuliebe, meine lieben Zuschauer, es ist nie meine Art zu fragen, aber für euch möchte ich gerne jeden Star, den ich beschütze, aber wo ich das Gefühl habe, wir sind Familie, den werde ich fragen und hoffentlich sagt der eine oder andere Superstar zu und dann haben wir zusammen alle viel Spaß. Ich danke euch vielmals und bitte supportet mich.